بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Wir haben im letzten Dars einige Meilensteine der Aqidah genannt. Einige Prinzipien, die im Allgemeinen eine Aqidah auszeichnen, unabhängig davon, um welche Aqidah es sich handelt. In diesem Dars wollen wir auf ein anderes Thema eingehen, bevor wir auf die Elemente der Aqidah zurückkommen, und zwar das nennen sie Athar al-Aqidah al-Fard wal-Jama'ah. Die Einwirkung oder die Einflüsse, die eine Aqidah auf einen Menschen hat, als Individuum oder auf eine Gesellschaft. Was für Einflüsse, Einwirkungen, Veränderungen bringt eine Aqidah mit sich in Bezug auf eine einzelne Person, ein Individuum oder auf eine Gesellschaft? Wir werden hier stichwortartig mal ein paar dieser Punkte nennen. Ich habe euch aber schon mal gesagt, und ich erinnere euch nochmal daran, damit ihr nicht zu viel erwartet. Wir werden diese ganze Reihe sehr kurz halten, nicht auf Details eingehen. Die erste Sache, die eine Aqidah, ein Glauben, besonders die Aqidah über Allah Ta'ala, der Glauben an Allah Ta'ala, verursacht im Gemüt des Menschen, ist eine Form der Ruhe und Gelassenheit. At-Tuma'nina. Ruhe und Gelassenheit, wie Allah Ta'ala sagt, Ala bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub. Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Allah Ta'ala benutzt hier das Wort At-Tuma'nina. Ihr kennt das aus einem anderen Bereich vielleicht. Aus dem Gebet, oder? Tuma'nina. Was bedeutet Tuma'nina im Gebet? Al-Khushu'. Al-Khushu' ist die Demut. Was ist aber damit im Gebet gemeint? Dass der Körper, yani, dass der Körper eine gewisse Ruhe verspürt. Eine gewisse Ruhe verspürt. Ruhe halten kann. Das Gegenteil davon ist das ständige Herumzappeln und Bewegen, mal mit der Kleidung spielen, mit den Haaren spielen, das ist die Unruhe im Gebet. Aber das ist körperliche Unruhe und körperliche Ruhe. Hier meint Allah Ta'ala die Ruhe des Herzens. Sein Herz ist also nicht, es verspürt keine Unruhe, egal in welchem Zustand er ist, ob er im Zustand von Wonne ist oder im Zustand von Prüfungen ist. Er hat ein Gleichgewicht. Das nennt Allah Ta'ala, oder das ist das, was hier in diesem Vers gemeint wird, Ala bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub. Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen ihre Ruhe. Ihr wisst, was das Gedenken Allahs ist. Ich habe schon mal erklärt, ich glaube, das war in diesem Unterricht. Das Gedenken Allahs ist nicht nur das verbale Gedenken an Allah, mit der Zunge gewisse Phrasen zu sprechen und sie vor sich hin zu sagen. Der Dhikr Allahs ist etwas viel Allgemeineres. Ich zitiere hier mal was. Ich empfehle euch, dieses Buch übrigens zu lesen. Das ist eine der, also, es ist ein deutsches Buch. Es ist aber wirklich sehr gut. Das nennt sich Sorge dich nicht, lebe. Von diesem Dale Carnegie. Habe ich auch schon mal im letzten oder vorletzten Unterricht daraus zitiert. Es ist ein Christ. Es ist aber kein christliches Buch. Es geht hier nicht um den christlichen Glauben. Es geht um yani, die Psyche des Menschen, seinen Geist und so weiter. Oder allgemeine Lebensratgeber ist das. Er sagt darin, in den Vereinigten Staaten passiert durchschnittlich alle 35 Minuten ein Selbstmord. Das Buch ist aber mindestens 60 Jahre alt. Also ich glaube, da hat sich bestimmt einiges geändert jetzt. In den Vereinigten Staaten passiert durchschnittlich alle 35 Minuten ein Selbstmord. Alle 120 Sekunden wird jemand verrückt. Zu den meisten Selbstmorden und vermutlich auch zu vielen Geisteskrankheiten wäre es nicht gekommen, wenn diese Menschen den Trost und den Frieden gehabt hätten, die man in der Religion und im Gebet findet.
Tayyib. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, der zweite Einfluss der Aqidah auf den Menschen ist al-Shaja'a wa-Thabat, Thabatul Qalb. Die Aqidah verhilft dir, ein stärkerer, selbstbewussterer Mensch zu werden. Das ist einer der Vorteile einer überzeugten Aqidah. Ich wiederhole immer wieder das Wort überzeugte Aqidah, denn nicht jede Aqidah oder nicht jede Überzeugung ist gleich Überzeugung. Ich meine damit, dass die Menschen in ihrer Überzeugungsstärke, Intensivität unterschiedlich sind. Was natürlich nicht bedeutet, dass jemand, der eine schwächere Überzeugung hat, kein Iman hat. Er hat eine Überzeugung da, aber sie ist noch nicht so ausgereift, dass sie die Vorherrschaft in seiner Seele hat. Aber eine vorherrschende Aqidah muss dich zweifelsohne zu einem stärkeren, mutigeren, tollkühneren Menschen machen. Und das ist auch der Grund für diese Opferungsbereitschaft, die die Sahaba und die ersten Muslime hatten. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ein Beispiel, das mich persönlich beeindruckt, ist der Al-Imam Abu Bakr al-Ramli. Schon mal was von ihm gehört? Ist auch bekannt als An-Nabulsi oder Ibn al-Nabulsi. Ibn al-Nabulsi. Aus dem 4. Jahrhundert. Er ist aus dem 4. Jahrhundert, ich glaube gegen 360 oder so ist er gestorben. Das war ein Imam, ein Hafil, Imam im Hadith und im Fiqh. Er hat gelebt zu der Zeit von Jauhar al-Qa'id. Jauhar al-Qa'id. Jauhar al-Qa'id, vielleicht sagt euch das etwas. Das war in der Zeit zu den Ubaidiyun oder den auch Fatimiyun genannt. Die Ubaidiyun, das war ein schiitischer Staat oder ein Staat der Batiniyah, ein Batini-Staat in Ägypten. Und nicht nur Ägypten, aber Ägypten war sozusagen das Hauptterritorium. Oder da war das sogenannte Darul Khilafa. Die Stütze der Khilafa war dort. Die Stütze der ubaidischen Khilafa natürlich. Das war eine Zeit, das ist interessant, in dieser Zeit gab es vier Herrschaften und jede von denen behauptete die Khilafa. Einmal gab es im Irak, dann im Spanien, im Andalus, dann in Ägypten und ich glaube im Scham auch, bin mir nicht mehr sicher. So, Jauhar al-Qa'id, das war der Gründer der Stadt al-Qahira auch, im Namen der Ubaidiyun, der Fatimiyun. Al-Hafiz Abu Dharr, rahimahullah, erwähnte, dass die Ubaidiyun diesen Mann, sie hatten ihn festgenommen und er wurde gekreuzigt von den Ubaidiyun und enthäutet. Enthäutet, gekreuzigt und enthäutet und dann hat man ihn ausgestellt. Oder erstmal enthäutet, getötet und dann gekreuzigt. Ad-Daraqutni, der Imam und Hafiz des Hadith, von dem habt ihr sicherlich gehört. Al-Imam Ad-Daraqutni, oder? Der Hafiz Abu Dharr, er sagt, Ad-Daraqutni pflegte ihn zu erwähnen, den Imam, von dem ich gerade spreche, Ibn al-Nabulsi, pflegte ihn zu erwähnen und weinen und sagte, als er enthäutet wurde, las er die Aussage Allah Ta'alas und dies war in dem Buch des Al-Taqdir, der Bestimmung, vorgeschrieben. Als Al-Qa'id, das war der Heeresführer der Ubaidiyun, Jauhar al-Qa'id, der Heeresführer der Ubaidiyun, als er ihn verhaftete, guck mal, was der Verhaftungsgrund war. Als er ihn verhaftete, sagte er zu ihm, ich habe mitbekommen, dass du sagtest, wenn jemand 10 Pfeile besitzt, 10 Pfeile, dann muss er 9 davon auf die Ubaidiyun schießen
und einen auf die Römer. Und dann sagte er, nein, das habe ich nicht gesagt. Was hat er wohl gesagt? Hm? Hat sich rausgeredet. Er hat gesagt, ich habe gesagt, wer 10 Pfeile besitzt, der muss 9 auf euch schießen und den 10. auch auf euch. Auf jeden Fall, er wurde dann für diese Aussage wurde bestraft. Er wurde geschlagen. Und anschließend befahl man einen jüdischen Hofsdiener, dass man ihn enthäutet. Ihr wisst, was enthäuten ist, hm? Lebendig die Haut vom Körper reißen. Und er begann dann damit, vom Kopf hat er begonnen. Und die Chroniker erwähnen, dass der Imam dabei geduldig verharrte und Allah Ta'alas gedachte und Ayat aus dem Koran rezitierte, bis er dann der Jude an seine Brust ankam, da hat er sich seiner erbarmt und hat ihm ein Dolch ins Herz gerammt, um ihn zu töten. Das ist Geduld. Das ist ein Beispiel, yani. Ihr kennt sicherlich die Beispiele aus dem Leben der Sahaba, was sie vor der Hijra alles durchmachen mussten. Hm? Also vor der Hijra nach Habascha erstmal, das war wann? 5 nach der Entsendung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist der zweite Punkt, der die Aqidah im Menschen yani, verursacht Veränderung, und zwar Festigkeit, Standhaftigkeit und Geduld. Die dritte Sache ist Frömmigkeit und Geradlinigkeit. Frömmigkeit und Geradlinigkeit, denn wer an die Gegenwart, das ist ja ein Teil der Aqidah, dass man an die ständige Gegenwart und die Präsenz Allah Ta'alas glaubt, und wer das verinnerlicht und auslebt, der kann nicht anders als geradlinig zu leben. Grundsätzlich begeht ein Mensch nur Sünden, das haben wir mal erwähnt gehabt. Ein Mensch, der Iman hat, ein Mensch, der eine gewisse Aqida in sich trägt, zum Beispiel die Aqida der Präsenz Allah Ta'alas, er kann eigentlich keine Sünde begehen, es sei denn, in den Momenten, in denen dieses Bewusstsein aus seinen Augen schwindet, aufgrund Beschäftigung oder Ablenkungen. Aber solange dieses Bewusstsein da ist, kann ein Mensch keine Sünde begehen, oder? Außer ein Kafir. Deswegen sagte Ibn al-Jawzi einen ganz interessanten Satz. Er sagte, wäre nicht die Rafla da, wäre nicht diese Ablenkung, diese Bewusstlosigkeit, wären die Sünden Kufr. Wisst ihr warum? Weil das in diesem Fall iblisische Sünden wären. Wie bei Iblis. Das heißt, mit vollem Bewusstsein und voller Willkür sich widersetzen. Oder? Wenn jemand diesem Fakt, also diese Realität vor Augen hält und trotzdem mit Willkür absichtlich sündigt, um sich zu widersetzen, das ist Kufr. Aber der Mensch, ein Mu'min, begeht eine Sünde nicht in diesem Zustand. Er begeht sie im Zustand dieser Bewusstlosigkeit. Er ist sich dessen nicht bewusst in dem Moment, in dem er das tut. Deswegen bedauert er es auch, nachdem er es getan hat, nachdem dieser Nebel verschwunden ist. Die vierte Sache ist, eine vierte Auswirkung der Aqida ist, dass sie den Menschen vor dem Herumtappen und geistigen Herumirren bewahrt, seine Gedanken sortiert und formt und seine Glaubenseinstellungen korrigiert. Die richtige Aqida, der Iman an Allah Ta'ala. Der fünfte Athar ist, dass der Mensch standhaft auf einer Schiene fahren kann.
auf einer Schiene, auf einer Bahn, im Yusr und Usr, in schweren sowie leichten Situationen des Lebens, in Situationen, in denen es ihm gut geht und in Situationen, in denen es ihm schlecht geht. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min. Seltsam oder bewundernswert ist die Lage, die Situation eines Mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Seine Sache ist in jeder Hinsicht gut. In jeder Hinsicht, ja, was meint er damit? Er sagte, wenn ihn etwas Gutes trifft, dankt er. So ist es besser für ihn. Wenn ihn etwas Schlechtes trifft, verzweifelt er nicht und fällt nicht gleich um oder bricht ein, wie es bei manchen Menschen der Fall ist. Wenn sie von Kleinigkeiten geprüft werden, bricht ihre ganze Welt ein. Dann hat er keinen Grund mehr zu leben. Total verzweifelt. In Kleinigkeiten. Und dann sagt er, wenn ihn etwas Schlechtes trifft, harrt er in Geduld aus. Und so ist es besser für ihn. Und das gibt, und dann sagt er am Ende, وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Und das gibt es nur für den Mu'min. So eine, diese Lebenseinstellung kann nur ein Mu'min haben. Die nächste Sache, die die Aqida herbeiführt, ist die Einheit der Herzen und Vereinigung der Körper. Sie formt und bildet Gemeinschaften. Formt und bildet Gemeinschaften und fördert das, fördert die soziale Gemeinschaft unter den Trägern dieses Glaubens. Allah Ta'ala sagt, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Und haltet euch an das Seil Allahs alle zusammen und zerteilt euch nicht. وَلَا تَفَرَّقُوا. Löst euch nicht von diesem Seil. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Und gedenkt seiner Gnade, als ihr Feinde wart. Als ihr Feinde wart, er meint unter anderem die Al-Aus und die Khazraj. Beide haben in Medina gewohnt. Beide sind eigentlich auch verwandt miteinander, also aus der Ferne. Haben aber in Feindschaft gelebt. Und es war fast unmöglich, sie zu verbrüdern oder zwischen ihnen zu schlichten. Deswegen sagt Allah Ta'ala und gedenkt seine Gnade, als ihr Feinde wart. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Und er hat, so hat er eure Herzen zusammengeführt, sodass ihr zu Ikhwan, zu Brüdern geworden seid. Die nächste Sache, die die Aqida auch bewirkt im Menschen, ist, dass die Aqida nicht nur die geistliche Gesundheit oder die spirituelle Gesundheit des Menschen bewahrt, sie bewahrt auch das Hab und Gut und das Blut der Menschen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Der Muslim ist der, vor dessen Zunge und vor dessen Hände die Muslime bewacht sind. Sie müssen sich vor ihm nicht fürchten, weder vor seiner Zunge noch vor seiner Hand. Wisst ihr, die Kriege, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem ganzen Leben, die Ghazawat und die Saraya, es gibt die Ghazwa und es gibt die Sariya. Was ist der Unterschied zwischen der Ghazwa und der Sariya? Die Ghazwa nennt man die Kriege, an denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst an der Front war. Und die Sariya, dort, wo er nicht dabei war. Wenn du alle Ghazawat und alle Saraya des Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammenzählst, wisst ihr, wie viele Opfer es ungefähr gab auf beiden Seiten? So um die 300-400. Auf beiden Seiten. Bei allen Kriegen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geführt hat. Das ist nichts. Und man mag vielleicht sagen, ja, sie haben mit Schwertern und Pfeilen und Bogen und so weiter gekämpft.
Es gab aber auch Kriege in dieser Zeit, in der Jahiliyyah, meine ich, da gab es deutlich mehr Opfer. Harbi'as oder Bu'as beispielsweise. Ein langwährender Krieg unter den Arabern. 300-400 Opfer auf beiden Seiten im Krieg. Nehmen wir mal einige neue Vergleiche, weil es gibt eine Aussage unter den neuen Atheisten, die Neo-Atheisten. Sie versuchen klarzumachen, sie versuchen dir weiszumachen, dass die Religion im Allgemeinen und der Islam besonders Ursache für allen Übel auf der Welt ist. Und würde es diese Religion nicht geben, würde man viel friedvoller leben und es würde keine Kriege geben oder weniger Kriege geben. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Und da gab es diesen Mao Zedong. Bis 1976 hat er geherrscht. Wisst ihr, welche Religion er hatte? Kommunisten haben sie ihm eigentlich, also die extremen Kommunisten, sie sind Religionsfeinde meistens, oder? Wie Stalin und so weiter. Religionen werden da nicht geduldet. Wie viele Opfer hat er gebracht bis 1976? 44 bis 72 Millionen. Ich muss ihn vergleichen mit den 300. Das ist die Ausrottung der Menschheit. Hitler, 1945, wie viele Opfer kommen ihm zur Schuld? Wenn man aber auch beachtet, nicht nur die Morde, die er begangen hat, sagen wir, der Krieg kommt auf seine Schuld. Sie erwähnen da mindestens 25 Millionen. Mussolini, auch bis 1945, der hat von Afrika bis zum Balkan gemordet mit seiner Geheimpolizei. Und ihm kommen 1,2 Millionen Opfer, ja, gehen auf sein Konto. Und dann noch andere wie Stalin, die Sowjetunion. Das ist nichts im Vergleich dazu. Na, auf jeden Fall, die siebte Sache, die wir genannt haben, ist, dass die Aqida, das Blut, das Hab und Gut und das Leben der Menschen schützt. Die achte Sache ist, die Aqida führt zu einer Umpolung im Menschen. Umpolung hinsichtlich seiner Ziele und Vorhaben. Die Aqida treibt den Menschen dazu an, sich mit seinen Handlungen auf das Jenseits zu orientieren. Dabei aber nicht das Jenseits gänzlich außer Acht zu lassen. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Und bestrebe mit dem, was dir Allah Ta'ala gegeben hat, yani an Vermögen, an Lebenszeit, an Gesundheit, an Möglichkeiten, strebe damit das Darul Akhira an. Aber er sagt gleich, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, und vergesse nicht deinen Anteil von der Dunya. Vergesse nicht deinen Anteil von der Dunya. Damit wird, mit dieser Aussage am Ende wird etwas Bestimmtem entgegengesteuert. Zum Beispiel das Zölibat. Dem Zölibat. Vergesst nicht deine Dunya. Zölibat, diese komplette Isolation, dass der Mensch sich gänzlich isoliert, von der Außenwelt abschottet, in totaler, absoluter Abstinenz lebt, Enthaltsamkeit. Das dann, mit dieser Aussage wird das ausgeschlossen. Yani, ihr sollt euch zwar orientieren mit euren Handlungen und mit eurem Wirken auf die Akhira, sie soll Schwergewicht haben, aber vergesst dabei nicht eure weltlichen Interessen. Und in Realität kann das auch gar nicht passieren. In völliger Abstinenz kann kein Mensch leben, wenn er es auch mal ein paar Tage, ein paar Jahre oder Monate aushält, irgendwann wird er rückfällig werden. Und das kann dann sogar dazu führen,
weil sich da so viel Lava angestaut hat, dass er noch schlimmer wird oder noch Schlimmeres tut, als das, wovon er sich eigentlich enthalten hat, wie man in der Kirche immer wieder sieht. Versuchen in Abstinenz zu leben und auf einmal kommen da immense Zahlen raus von Kinderschändigungen und Vergewaltigungen. Warum hast du dir überhaupt so etwas aufgebürdet, etwas, ja, nie Naturwidriges? Das ist naturwidrig, dass man sich, ja, nie in einem derartigen Zölibat lebt. Das war 8. Nummer 9. Ein weiterer Vorteil der Aqida oder ein Athar der Aqida ist, dass man durch die Aqida die Grenzen des Materiellen überschreiten kann zu dem Metaphysischen hinsichtlich der Erkenntnis. Hinsichtlich der Kenntnis. Das heißt, durch die Aqida oder durch die Lehre der Aqida wirst du Wissen erwerben über das Verborgene, über die Dinge, die über dem Materiellen sind. Der 10. Nutzen ist, die Aqida entwickelt zwar einen Charme vor Allah Ta'ala, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man, wenn man sich der Gegenwart Allah Ta'alas bewusst ist, Gegenwart seines Wissens, seines Hörens und so weiter, entwickelt man einen gewissen Charme, aber man entwickelt auch einen gewissen Charme durch das Bewusstsein über die Gegenwart, beispielsweise der Malaika. Oder? Allah Ta'ala sagt, über euch sind ehrenvolle Schreiber. Wenn man sich dessen bewusst ist, entwickelt man auch einen gewissen Charme. Deswegen sagten einige der Salaf, also in Bezug auf die Zunge, er sagte, sag, was du sagen willst oder sprich aus, was du sprechen willst. Schließlich ist es dein Buch und du diktierst, was geschrieben wird. Wenn man sich dessen bewusst ist, wird man sich versuchen, ein wenig zu zügeln. Die andere Sache, der nächste Nutzen der Aqida ist, dass man sich durch das Wissen über Allah Ta'ala, seiner Herrlichkeit, seiner Glorie, seiner Größe und Macht bewusst wird, indem man seine Namen und Eigenschaften kennenlernt. Tayyib, das waren einige Stichpunkte über die Nutzen der Aqida. Okay, wir gehen weiter zu den zum Eingemachten sozusagen. Und zwar die Usul der Aqida. Was sind die Usul der Aqida? Das heißt, die Grundelemente oder die Hauptpfeiler der Aqida. Das ist wahrscheinlich jedem von euch bekannt. Aber grundsätzlich sind es 6. Und ihr erinnert euch, ich hatte schon mal gesagt, die Aqida handelt, das ist der Kernbereich der Aqida. Es gibt aber auch sekundäre Inhalte, die zur Aqida gezählt werden, weil sie irgendwie aus der Nähe oder der Ferne mit diesen 6 zu tun haben. Wie zum Beispiel, deine Einstellung gegenüber den, wie ist deine Einstellung zu den Sahaba, zu den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wo wird das untersucht? Hä? Was? In der Aqida. Hat das mit welchen dieser 6 Säulen des Iman hat das zu tun? Ja, unter anderem der Glaube an die hat mit dem Iman an die Rusul zu tun. Ja. Aber ihr seht, das ist eine sekundäre Sache. Versteht ihr? Wenn wir also über die Säulen der Aqida sprechen, reden wir erstmal von den primären Inhalten der Aqida und das sind diese 6 Säulen. Die 6 Säulen könnt ihr aufzählen oder nicht? Ja. Diese 6 Säulen des Iman, werden sie im Koran so erwähnt? Zusammen? Naam, aber der Al-Qadr wird nicht in der Reihe dieser 6 Säulen erwähnt. Es werden 5 genannt, aber der Qadr wird separat an anderen Stellen des Iman erwähnt.
Allah Ta'ala sagt, Aman Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Der Rasul verinnerlicht den Iman an das, was zu ihm von seinem Herrn herabgesandt wurde, und ebenso die Mu'minun. Dann zählt er diese Säulen des Iman auf. Er sagt, Kullun amana billah, Nummer 1. Kullun amana billah. Alle haben den Iman an Allah. Wa malaikatihi, Nummer 2. Wa kutubihi, wa rusulihi. Was haben wir hier? Die Kutub sind die Bücher und die Rusul sind die Propheten. La nufarriqu bayna ahad, die Malaika habe ich genannt oder nicht? Ja. La nufarriqu bayna ahad min rusuli, wa qalu sami'na wa ata'na. Und sie sagen, wir machen keinen Unterschied, wir differenzieren nicht unter seinen Propheten. Wir hören und gehorchen. Was heißt es, wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Propheten? Sind die Propheten nicht, haben die Propheten nicht verschiedene Ränge? Also zum Beispiel die Muslime eigentlich, ich glaube, es gibt keine, Namen gleich, es gibt keine Gruppe, die hierin widerspricht, außer Ibn Arabi, glauben daran, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der höchste der Propheten ist. Bei Muslimen wird überliefert, dass er sagte, Inna Allah istafa min Bani Ismaila Kinana, wa istafa min Kinanata Bani Hashim, wa istafa min Bani Hashim Quraishan, wa istafani min Quraish. Allah Ta'ala hat von den Banu Ismail die Kinana erwählt und von den Kinana die Banu Hashim. Und von den Banu Hashim die Quraysh. Und von den Quraysh hat er mich auserwählt. Das ist bei Muslimen überliefert. In einem anderen Hadith sagt er, Anna Sayyidu Waladi Adam Wala Fakhr. Außerdem war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einige Gründe, warum er der Führer ist und die Spitze der Propheten. Er ist derjenige, dem die große Schafa'a zusteht, das Schafa'atul Ughma. Richtig? Und er ist derjenige, mit dem das Prophetentum abgeschlossen worden ist. Und er ist derjenige, der die Imama, das Recht der Imama gegenüber allen Propheten hat, oder nicht? Laylatul Isra, Mi'raj. Naam, was wolltest du sagen? Naam. Ja, das geht in diese Richtung. Ja, wir machen keinen Unterschied, indem wir an manche von ihnen glauben und manche verleugnen. Obwohl die Herkunft die gleiche ist und die Mitteilung, die Botschaft die gleiche. Der Entsender derselbe. Das ist hiermit gemeint. Nicht, dass es keine Unterschiede in ihren Rängen gibt. Das gibt es nämlich per Nass des Koran. Na. Ebenfalls an einer anderen Stelle erwähnt Allah Ta'ala diese Säulen des Iman. Er sagt, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Der Birr, يعني der Rechtschaffene, ist nicht der, oder die Rechtschaffenheit liegt nicht darin, dass ihr eure Gesichter nach Westen oder Osten wendet. Rechtschaffen ist aber der, oder die Rechtschaffenheit ist, man amana billah wal yawmil akhir, wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, wal malaikati wal kitabi wal nabiyin, und die Engel und das Buch oder die Bücher. Hier ist Einzahl, aber hiermit ist die Mehrzahl gemeint. Das nennt man Ismujins, Gattungswort, und die Propheten. Und in Qadar erwähnt Allah Ta'ala separat, wie zum Beispiel in der Aussage, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Und jede Sache haben wir mit dem Qadar, mit der Bestimmung geschaffen. Alle zusammen werden in dem Hadith erwähnt, den wir mehrmals schon zitiert haben, der Hadith von Jibril, als er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und fragte, was ist der Iman, dann nannte er diese 6 Säulen des Imans. Wir werden nach dieser Reihenfolge vorgehen. Wir werden beginnen mit dem Iman an Allah Ta'ala. Was bedeutet der Iman? Und da der Iman an Allah Ta'ala den Tawhid beinhaltet, werden wir ein bisschen über den Tawhid sprechen, über seine Arten, was sie jeweils bedeuten.
Vielleicht werden wir einige Formen der Al-Ibada noch erwähnen. Ja, einige Formen und Ausführungen der Ibada, der Anbetungen, was dazu gehört, was nicht dazu gehört. Aber da das ein Thema für sich ist, denke ich, sollten wir das im nächsten Dars beginnen. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين